In wenigen Tagen erreicht die Karnevalssession 2010 ihren vorläufigen Höhepunkt. Für viele ist das Grund genug, das ein oder andere Bierchen zu trinken. Damit das nicht so den Geldbeutel angreift, zeige ich Ihnen heute, wie man Bier ganz einfach selbst herstellen kann. Wir brauchen Hefe, Hopfen, Malz und hier sehen wir bereits das geschrotete Malz. So, Sicherheit geht vor, deswegen ziehe ich mir die Brille an und packe alle Zutaten in meinen Wasserkocher. Also erstmal die Hefe, dann das Malz. Und die restlichen Zutaten kommen auch noch dazu. Eins, zwei, drei. So, es kann alles nicht so schwer sein. Jetzt kommt das für eine halbe Stunde in den Wasserkocher und köchelt da vor sich hin und dann ist unser Bier fertig. Ups, so leicht war es dann wohl doch nicht. So, meine eigenen Brauversuche sind kläglich gescheitert. Und jetzt habe ich mich trotz Schnee und Eis nach Mendig getraut und lass mir vom Fachmann sagen, wie es wirklich geht. Hallo. Guten Tag. Wie wird das Bier jetzt eigentlich gemacht? Bier wird eigentlich ganz einfach gemacht. Und zwar aus Malz, das wird geschroten und dann hier in der Brauerei mit Wasser vermischt. Und durch dieses Wasser vermischen und dann anschließend das Erwärmen, wird aus dem Malz, aus der Malzstärke, also aus der Getreidestärke, wird dann Zucker. Und dieser Zucker wandelt nachher dann die Hefe um zu Alkohol und Kohlensäure. Und dann ist es Bier. Vorher muss das Malz allerdings aus Säcken und Silos durch die Getreidemühle in der obersten Etage. Malz ist der wichtigste Rohstoff für das Bier. Es wird aus Gerste oder Weizen hergestellt. Beim Rundgang erfahre ich, dass das rohe Gerstenkorn erst zum Malz umgewandelt wird. Dabei wird es in Wasser eingeweicht und zur Keimung gebracht. Das nennt man Vermälzen. Braumeister Krüppel erzählt, dass jährlich in deutschen Brauereien ungefähr 1,9 Tonnen Braugerste verarbeitet werden. Weiter geht's im Sudhaus. Ja, hier sehen wir jetzt das mit Wasser vermischte Malzschrot, die sogenannte Maische. Die wird getrennt in Treber, der als Viehfutter verkauft wird. Und die Würze wird dann hier unten durch drüben in die Sudpfanne gepumpt. In der Vulkanbrauerei wird noch traditionell im Kupferkessel gebraut. Andere Brauereien verwenden auch Edelstahl dazu. In der Sudpfanne wird die Bierwürze gekocht. Später kommt noch Hopfen dazu. Hier erfahre ich auch, dass die Flüssigkeit durch Wasserverdampfung die notwendige Konsistenz erhält. Das ist jetzt Würze, in der der Malzzucker gelöst ist. Da kommt jetzt noch Hopfen dabei. Das alles wird zusammen gekocht, anschließend abgekühlt. Dann kommt die Hefe dabei und in einer guten Woche ist dann ein leckeres Bier daraus entstanden. Heute reift das Bier nur wenige Meter vom Sudhaus entfernt. Das war allerdings nicht immer so, denn hier in Mendig gab es eine Besonderheit, weshalb Mendig auch lange Zeit als Biermetropole mit bis zu 28 Brauereien galt. 30 Meter unter der Erde bin ich mit Kellerführer Hans-Jürgen Friedmann im wohl tiefsten Lager- und Gärkeller der Welt unterwegs. Wir sind ja jetzt hier im Felsenkeller. Erzählen Sie doch mal, was hat es mit diesem Keller auf sich und warum sind hier überall diese Fässer? Ja, wir haben hier unten eine ständige Temperatur zwischen 8 und 10 Grad. Und früher reifte das Obergärbier bei 8 Grad, das heißt mit anderen Worten, man konnte im Sommer gar kein Bier brauen. Und aufgrund dieser günstigen Temperatur hatten wir plötzlich 28 Brauereien hier in Mendig. Und das sind die letzten Behälter der Wölker Brauerei, die 1982 aufgekauft wurde von Wieghüller und 1984 geschlossen wurde. Wie viele Fässer lagern denn hier überhaupt noch? Es liegen hier 61 Behälter verschiedenen Fassungsvermögens. Insgesamt war hier eine Lagerkapazität von 888.680 Liter. Das schaue ich mir doch gern noch genauer an. Hans-Jürgen Friedmann erzählt mir weiter, dass die Felsenkeller im 19. Jahrhundert in mühevoller Kleinarbeit aus dem Basaltabbau entstanden waren. Für die Brauereien ergab sich damit der perfekte Lagerort. Das änderte sich erst mit der Erfindung der Kühlmaschine durch Karl Linde im Jahre 1876. Für Mendig als Brauereistadt Nummer 1 bedeutete das leider das Ende. Nur die Vulkanbrauerei überlebte. Heute kann jeder, der bei guter Gesundheit ist, den Keller besichtigen. Und vielleicht kommt ja mit dem Lastenaufzug von anno dazumal auch das ein oder andere Bier aus dem Schankraum nach unten in den Keller zurück. Zurück an die Erdoberfläche und in die Moderne. Dank Kühlmaschine kann Braumeister Krüppel heute mit weniger Körpereinsatz das fertige Bier verkosten. Er prüft Farbe, Geruch und Geschmack.
ähnlich wie ein Winzer beim jungen Wein. Und wenn dann alles zu seiner Zufriedenheit ausfällt und das Bier seinen hohen Ansprüchen genügt, dann kann es abgefüllt werden. Für mich geht ein spannender Tag zu Ende und das Bierbrauen überlasse ich in Zukunft doch lieber den Profis. Ich hätte nie gedacht, dass es so viel Arbeit ist, ein Bier herzustellen. Vielen, vielen Dank für die Führung und die tollen Informationen. Bitteschön, gern geschehen. Informationen zu allen vorgestellten Betrieben gibt es übrigens im Internet unter hwk-koblenz.de.